Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, wie ich das jetzt hier mache. Bin nämlich mit dem guten Hercules am Start. So, ich kaufe mir mal das hier. Das kaufe ich mal nicht. Die Boots kaufe ich mir mal. Ich würde am liebsten, ich spiele so ein bisschen auf Support oder wollte diese Support-Items haben. Defensiv magisch. Das hier würde ich gerne haben. Aber das geht jetzt natürlich nicht. Das heißt, ich nehme noch ein paar Heiltränke mit. Okay, ich spiele Herkules. Oder Hercules. Wir spielen dann so ein bisschen auf Death hier. Wir haben Agni dabei. Und. Oh, das ging jetzt natürlich schnell. Nimm mich. Na los, nimm mich. So, den Blue Buff. Den brauche ich jetzt nicht. So, er zieht hier nochmal eiskalt einen durch. Sauber. Ist alles gut. Die Kali kann ihn gerne haben. Okay. Ich werde jetzt natürlich mal versuchen, einen reinzuhucken. Und wenn ich den dann reingehuckt habe, das ist das 2, ne? 2 ist genau. Dann dahinter zu gehen und den dann reinzukicken. Das wäre so, was ich so vorhabe. Was natürlich geil wäre, wenn das klappt. Das war natürlich Fail. Scheiße. Ja, mal gucken, wie das so klappt, meine Taktik. Agni ist jetzt gerade auch weggegangen. Oh oh. Das ist nicht gut. Alter, was macht die? What the fuck? Warum tut sie das? Das kann ich jetzt nicht verstehen, ehrlich gesagt. Warum geht die ja so krass rein? So wird's gemacht. Da war ein bisschen zu... Bisschen zu, ja, ungestüm, sag ich mal. So, warte mal. Ich will hier magisch Def. Wie viel kostet das Ding? 2100. Ich warte bis 2100 und dann gehe ich back. Das würde ich nämlich gerne ganz haben. So, weil der Mana-Rack ist natürlich echt stark. Mana-Rack nehme ich gerne. Ich glaube, der Zon Kui ist nicht so gut. Zack, das ist der nächste. Boah, Herkules ist natürlich so stark, Alter. Be right back. Ich muss das mit den V nochmal. So. Da wird erstmal vorgeprescht und Mana hätte ich mir mal saven können, ich Idiot. Aber ich habe jetzt dieses Mana-Item. Das ist nicht gut, weil unsere Kali ist anscheinend sehr, sehr schlecht. Okay. Das ist nicht so schön. Aber kein Problem, ich regel. Ist gar kein Problem. Wirklich nicht. Hab ich gar kein Problem mit. Okay. Das war auch kein Problem. So, Kali kommt jetzt gleich. Die war eigentlich, hat die Beschwörerstufe 6, also Beschwörer nicht, aber Gottstufe. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, die ist gar nicht schlecht, aber anscheinend scheint das nicht drauf auf die zuzutreffen. Schade. Boah, der kriegt gut Schaden. Der Zon Kui. Der kriegt richtig gut, jawoll. Ist meine Ulti-Blading, würde ich mal wieder Gas geben, aber so. Natürlich nicht so schön.
Den Ymir will ich natürlich nicht erwischen. Am besten wäre der Zorn Kui, der kann nämlich nicht abhauen. Die Neith haut dann nämlich auch mal direkt ab. Alles außer der Zorn Kui ist nämlich scheiße irgendwie. Okay, ich muss back. Tja, das war jetzt nicht so gut. Scheiße, die Schuhe hätte ich mir auch mal holen können. Okay, ich hole mir aber erst das zweite Support-Item. Schade, wir kriegen dann auch nicht so viel Schaden drauf, dass wir das dann irgendwie direkt wegmachen könnten. So, die Nietzsche ist schon Level 8. So, das war gut. So, schnell weg. The fuck, Alter. Schade. Schade, schade. Schokolade, sag ich dir nur zu. So, Agni macht gerade den Blue Buff, ist okay. Das war nicht so gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Nein! Ich hatte den schon im Tower. Ärgerlich. Wann soll ich die 3 eigentlich drücken? Jetzt auch im... Wenn ich nichts zu tun habe, ja, ne? Wir machen dann den Buff. Okay. Wir haben sie halt am Weggehen gehindert. Krieg muss weg. Jetzt kann der so der die mal schön pushen. Nein. So, ich gehe back. Das war ein kleines Gemetzel, okay. So, ich wollte mir jetzt eben das Ding hier fertig bauen. Und dann die hier. Und dann geht's auch weiter hier. Schön auf Tanky bauen. 4-6 gegen uns. Ich stehe 3-0-1. Ich muss jetzt nur noch meine 2 immer ein bisschen besser treffen. Das wäre ganz nice. Vom Items, das bin ich eigentlich relativ zufrieden. Okay, die 2 ist weg. Oh, da lässt das Flame auch nicht lange auf sich warten. Wo soll's sein?
Aber die Kali spielt in der Tat nicht ganz gut, das sehe ich ähnlich. Wir sind hier relativ oft zu zweit einfach nur. Was? Oh, jo, genau. Die geht einfach mal rein. Oh, was machen die denn da? What the fuck? Krass. Nein! Okay, ich habe keinen mehr hinter mir, leider. Gut. Der Akne hat ihn sich noch geholt, den guten. So, noch ein bisschen Metzeln hier, Schnitzeln, Metzeln. Ich gehe mal weg, ich habe hier 1700 Gold. Und dann holen wir uns mal ein Hämmerchen hier, oder? Oder nicht, oder doch? Ruhe der Geister ist natürlich auch nett. Ich mache erstmal die Robe der Geister. Und dann mal gucken. Der Akne holt sich mal schön den Blue Buff. So soll es sein. Wow, wow, wow. Okay. Ich muss weg. Wait for me, girls. Ne, ich warte noch ein bisschen. Ein bisschen Gold brauche ich noch. 945, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Zack, mal am Start. Oh, da hätte ich noch ein bisschen länger auf meine HP warten können, das war dumm. Aber die gehen schon wieder rein, meine Freunde, so wie ich das sehe. Ja, genau, lasst euch mal schön abschnitzeln hinten. Nein! Gegen die zwei schaffe ich es leider nicht. Ah, zu schade. So, ich muss wieder weg. Kaufen wir uns gleich den rumgeschmiedeten Hammer. Dann kriege ich mal einen schönen Attack-Buff. Wenn ich das Ding zusammen habe, war Rüssi für, also physischer Schaden für... dafür kriege ich Attack, so rum. Sorry. Ich bin schon ein bisschen durch den Wind hier. Das ist immer so anstrengend, dieses Spiel. So, Agni macht noch den Buff, ist aber kein Thema. Okay, er will angreifen. Hier auf den Song Kui, das Abstand. Warum habe ich den jetzt mitgezogen? Was? Wieso hat das nicht geklappt? Jawohl! Dass ich den erwischt habe, geil. Ah, lustig. Ja. Ach nein, ich klicke mal auf Nein. Mal gucken, was noch so passiert.
Ich stehe jetzt 5-1-1. Das kann doch nicht sein, dass wir so schöpfen. Boah, die Kali 0-7-2. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter, Freunde. Dass ich hier so krass dann verliere. Akin stirbt jetzt hier auch, oder was? Nein. Bitter. Das ist bitter. Naja, aber man hat immer schlechte Spieler dabei. Das gehört dazu. Diese Pille muss man fressen. Auch wenn es böse ist. Oh, gutes Ding. Oh, der macht natürlich jetzt böse Schaden. Moment. Ach, drauf. Gutes Ding. Gutes Ding. So. Out of my way. Biatch. Oh, Karl, jetzt kommt unsere Kali wieder, bärenstark. Theoretisch scheint hier anscheinend viel drauf zu haben, aber das Praktische. Das scheint ihr nicht so zu liegen, Freunde, aber okay, dann. Oh ja, läuft. Läuft sehr gut. Schön da reingerannt, so soll es sein. Da kann ich auch nichts machen. Ach, unser Phoenix ist ja gar nicht da, sehe ich gerade. Nein. So, haben wir noch. Ich müsste jetzt mal ein bisschen Mana safen. Your Titan is under attack. So, das Schild noch holen. Durch mehr Def kriege ich mehr Attack. Klingt komisch, ist aber so. So, jetzt lang mal zu, Kollege. Genau, jetzt langt der Titan mal zu. Kennt er nix. Der ist fast so krass wie ich. So. Zack. Zack. Zack, 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 macht's hier. Okay. Oh, ich glaube, da hat's gerade für mich geklingelt. Ich glaube, es hat gerade für mich geklingelt, Freunde. So, Leute, da bin ich wieder am Start. Ja, da war Besuch da. Das Spiel hat aber nicht mehr lange gedauert. Wir haben verloren. Wer hätte damit gerechnet? Und, ja, 6-1-2. Komm, da kann man doch mal sagen, an dir lag's nicht, Kollege. So, in dem Sinne, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Ich würde mich freuen, wenn ihr dafür einen Daumen hoch gebt. Auch wenn das Ende abgeschnitten war. Und ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. In dem Sinne, bleibt sauber und bis dann. Ciao, ciao.